In den heutigen Joker News, iOS 16.0.3 wurde von Apple veröffentlicht. Warum ihr mit eurem iPhone 14 Pro nicht Achterbahn fahren solltet und warum es wahrscheinlich doch ein Oktober-Apple-Event geben wird, das und ein bisschen mehr heute in den Joker News. Viel Spaß! Was geht ab? Hier ist ein Joker rund um Apple mit den Joker News zur Wochenmitte. Ich bringe euch auf den neuesten Stand, was es rund um Apple Neues gibt. Let's go! Wer von euch erinnert sich noch an die Banter-App aus der zweiten Staffel von Ted Lasso? Das war dort eine Dating-App, wo man sich ohne Bilder kennengelernt hat. Einfach nur durch einen Chat und dann gemerkt hat, ist es derjenige oder ist es derjenige nicht. In Ted Lasso war diese App noch fiktional und jetzt wird sie Realität. Die Dating-App Bumble integriert nämlich die Banter-Funktion ab dem 13. Oktober, sodass man dann beispielsweise für 3 Minuten mit jemandem, den man als Präferenz angegeben hat, in einen Chat gebannt wird, 3 Minuten Zeit hat, rauszufinden, ist derjenige, den ich kennenlernen möchte oder nicht. Und nach 3 Minuten muss man sich dann entscheiden, möchte man reinjumpen oder möchte man nicht reinjumpen. Wenn man reinjumpt, dann sieht man ein klitzekleines Foto von dem anderen und kann dann canceln. Gerade wird ja die 3. Staffel von Ted Lasso gedreht. Es ist also nicht mehr allzu lange hin, bis wir auf Apple TV Plus dann endlich wieder was Schönes, Warmes, Lustiges sehen können. Wirklich, wer es noch nicht gesehen hat, haltet ein paar Folgen durch und dann seid ihr im Game. Ist wirklich eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Serie. Am Montag hat Apple iOS 16.0.3 veröffentlicht. Warum nicht iOS 16.1? Dazu kommen wir am Ende der Joker News. Nein, iOS 16.0.3 bringt auf jeden Fall wichtige Änderungen und natürlich, wie ihr es von mir kennt, Fehlerbehebung und Sicherheitsvorkehrungen für euer Apple-Gerät. Aber die Fehlerbehebungen, die haben es auf jeden Fall in der 16.0.3 in sich. Es wurden einige Fehler behoben, wie beispielsweise, dass eingehende Anruf- bzw. App-Benachrichtigung nicht oder verzögert angezeigt wurden. Dann ein Fehler, der auch zum Glück jetzt behoben ist, hatte ich auch extrem viele Anfragen im Supportbereich. Können wir natürlich nichts machen, weil es ist iOS 16. Das muss von Apple behoben werden. Da war es so, dass wenn man im CarPlay im Auto war, beispielsweise der Anrufende sehr, sehr leise war und man ihn fast nicht gehört hat. Ein Problem, was ich auch immer wieder beim iPhone 14 Pro Max hatte, ist, dass die Kamerawechsel in der Kamera-App sehr lange gedauert haben. Das soll mit diesem Update auch behoben worden sein. Eine der größten Änderungen, die wir hoffentlich mit iOS 16.0.3 sehen werden, ist, dass die Batterielaufzeit sich verlängert. Es gab sehr viele Beschwerden, nicht von allen, aber von vielen, von mir auch beispielsweise, dass die Batterielaufzeit wirklich nicht so nice war, sobald man iOS 16 drauf hatte. Da war es zum Teil wirklich so, dass ich am Abend gone war, während ich unter iOS 15 mit dem alten iPhone 13 Pro Max immer noch 20, 30, 35% hatte. Jetzt beim gleichen Workload, ganz egal, ob Always On Display oder nicht, es war am Ende des Tages leer oder es war schon gegen 16 Uhr komplett leer. Ob dieser Batteriebug behoben ist oder nicht, werde ich euch auf jeden Fall hier in den nächsten Joker News berichten, sobald ich es ein bisschen testen konnte. Ja Leute, und solltet ihr mal wieder auf eine saftige Achterbahnfahrt Bock haben, ja? Ich weiß nicht, wer es noch macht, aber es gibt bestimmt noch welche, die in eine Achterbahn steigen. Dann kann ich euch nur empfehlen, vorher die Unfallerkennung auszuschalten. Denn laut Apple ist ja die Unfallerkennung trainiert worden mit über 1 Million Stunden von Auto-Crashes. Also aus realen Crashes, aus simulierten Crashes und aus Apples Crash-Labor. Und trotzdem, wenn man in der Achterbahn steigt, dann kommt die Unfallerkennung oft nicht damit klar und löst einen automatischen Anruf bei der Notrufzentrale aus. Der hörte sich dann ungefähr so an. Insgesamt ein sehr, sehr gutes Feature und ich denke, es wird einige Leben retten, wenn diese automatische Funktion ausgelöst wird, wenn ein wirklicher Unfall passiert. Aber es gibt auch noch, wie man hier sieht, Verbesserungsbedarf für die Leute, die halt in eine Achterbahn steigen. Kann ich nicht verstehen. Letzte Woche hatten wir in Joker News berichtet, Apple wird mit fast allen Geräten auf USB-C wechseln. Und zwar bis Ende 2024. Da hat Apple sich zu freien Stücken. Die EU hat nämlich Apple dazu gezwungen, auf USB-C wechseln zu müssen. Das wird Apple natürlich nie zugeben. Sie werden uns, wie wir es kennen, ein Event geben, wo USB-C das große Thema sein wird, wie damals
als 5G an den Start ging. 5G, 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 5G. Theoretisch könnte Apple sich hier aber noch Zeit lassen, und zwar bis Ja, Ginger Taubdecker. Sind wir im Tollhaus hier. Theoretisch könnte Apple sich noch Zeit lassen bis Ende 2024, weil das hat die EU eingeräumt. So viel Zeit muss sein. Aber laut Mark Gurman geht Apple jetzt den Schritt und sagt, nope, wir gehen schon mit dem iPhone 15 und USB-C an den Start. Das sind auf jeden Fall gute News für das kommende iPhone. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Feature, worauf ich sehr, sehr lange gewartet habe. Neben so einigen anderen Features, die dann auch sehr lange haben auf sich warten lassen. Die Standard-iPads, die ja im Moment noch Lightning haben, müssen auch noch auf USB-C umgerüstet werden. Und das könnte eventuell schon bald passieren. Sprechen wir gleich drüber. Die Apple Watch beispielsweise, wenn sich viele das fragen, die ist von diesem Gesetz nicht betroffen, weil die induktives Laden verwendet. Das heißt, die darf weiter induktiv laden und braucht nicht USB-C. Wäre auch irgendwie komisch bei der Apple Watch, oder? Wie schon am Anfang der Joker News darauf hingewiesen, am Montag kam iOS 16.0.3 und das bedeutet kein iOS 16.1 und das bedeutet keine Produkte in dieser Woche bzw. nächster Woche. Das heißt, Apples Oktober News Outlet wird sich noch ein bisschen nach hinten verschieben. Und wer hat natürlich wieder Ahnung davon, wann es sein wird? Der gute Mark. In einem Tweet hat Mark Gurman mitgeteilt, dass iOS 16.1 quasi ready to go ist, am 24. Oktober von Apple veröffentlicht zu werden. Im Übrigen vermutlich zusammen mit iPadOS 16.1. Das fehlt uns ja noch, ist ja nach wie vor noch auf iOS 15. Es gibt noch keine offizielle iPadOS 16 Version. Die soll dann auch vorgestellt werden, denn beide Betas haben derzeit die gleiche Build Number. Wie nennt man das auf Deutsch? Baunummer? Nee. Es wurde ja ursprünglich erwartet, dass iPadOS 16 auch im September vorgestellt wird mit iOS 16. Als das nicht passiert ist, gab es Spekulationen, warum ist das so? Und viele haben sich darauf gestürzt und gesagt, das liegt an dem Stage Manager, der nur auf M1 iPads funktioniert und nicht auf normalen. Und viele Kunden haben sich darüber beschwert. Wir haben ja auch berichtet, dass Apple hier wohl nachbessert. Es könnte aber auch noch ein paar andere Gründe geben, worüber ich gleich mit euch sprechen will. Fakt ist auf jeden Fall, in der Beta ist die Stage Manager Funktion schon auf weitere iPads ausgerollt worden. Dafür wurde beispielsweise nochmal die Funktion, dass man externe Display-Unterstützung für iPads bekommt, ein bisschen nach hinten verschoben, die soll dann nochmal später kommen. Und natürlich macOS Ventura, das fehlt auch noch in der Sammlung und das sollte auch dann am 24. Oktober laut Mark Gurman von Apple veröffentlicht werden. Ganz nonchalant, einfach durch ein Presseevent, durch eine Mitteilung auf der Webseite. Yo, ladet euch mal die neue Software runter, ist ganz cool, hat ein bisschen länger gedauert diesmal. Ich muss euch jetzt aber wirklich auch mal ein Geheimnis verraten. Mich lässt es einfach nicht los. Ich saß in meiner leeren Wohnung und dachte so, das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Dieses Jahr, Corona haut mich raus. Mitarbeiter, die ich liebevoll eingearbeitet habe, kündigen nach 6 Monaten. Meine Freundin verlässt mich und jetzt gibt es nicht mal 4 Apple-Events. Da habe ich gedacht, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Habe mich hingesetzt und habe recherchiert. Und hier ist mein Ergebnis. 2018 hatten wir im Juni, September, Oktober 3 Apple-Events. 2019 hatten wir im März, Juni und September 3 Apple-Events. Jetzt bitte aufpassen, dann ging es ja schön los 2020 mit Covid. Da hatten wir Juni, September, Oktober und November 4 Apple-Events. 2021 auch noch Covid. April, Juni, September, Oktober 4 Apple-Events. 2022 hatten wir dann im März noch in Covid-Zeit ein entsprechendes Apple-Event und dann im Juni und September ein Nach-Covid-Apple-Event. Während Covid gab es keine persönliche Komponente, es war komplett aufgezeichnet. Danach gab es immer eine persönliche Komponente, das heißt, es gab auch ein entsprechendes Event bei Apple, wenn auch manchmal in kleinerem Rahmen. Aber nach meiner Rechnung fehlt uns hier noch ein Event. Und es mehren sich die Stimmen, die sagen, iPadOS 16.1 wurde nicht verzögert, weil entsprechend der Stage Manager noch nicht auf alle Geräte ausgerollt ist und weil sich so viele Kunden beschwert haben deswegen, sondern weil auf die entsprechende Hardware gewartet wird, iPads beispielsweise. Und wenn wir jetzt nochmal einen Stepper zurück machen und sehr genau sind, und wir wissen, Apple ist sehr genau, dann erinnert ihr euch sicher an die WWDC, wo Apple angekündigt hat, den Übergang zu den neuen Apple-Prozessoren
innerhalb von 2 Jahren durchzuführen. So what's the timeline for this transition? Well, for developers, it begins this week with the valuable information delivered at this conference, as well as applying for the Quick Start program. And for the customers, we expect to ship our first Mac with Apple Silicon by the end of this year, and we expect the transition to take about 2 years. Wenn wir jetzt sagen, wann wurde denn das erste Apple-Produkt mit dem neuen Prozessor veröffentlicht? Dann lass mich mal ganz kurz nachdenken. Das war am 10. November 2020. Das heißt, der Abschluss wäre im Prinzip am 24. Oktober oder auch noch danach perfekt, wenn der Mac Pro mit dem neuen Prozessor an den Start geht und somit die 2-Jahres-Übergangsphase abschließt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn wir uns jetzt die Produkte anschauen, zusammen beispielsweise mit einem Mac Pro, mit neuen iPads, die möglicherweise USB-C haben, die neue Form haben, neuen iPad Pros, dann MacBook Pro 14 und 16 Zoll, die wieder schneller und besser sind, zusammen mit macOS Ventura, mit iPadOS, dann vielleicht auch ein neues Apple TV, was wir auch in den Gerüchten hatten, und ein neuer Mac Mini, sagt mir jetzt nicht, dass das nicht für ein schönes Apple-Event ausreicht. Das war wie immer mein Take zu der ganzen Sache. Jetzt seid ihr dran. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr zu meinen kruden Gedanken sagt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ihr wollt, gerne am Wochenende wieder zur Joker News zum Wochenende. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich bedanke mich bei fürs Zuschauen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.